Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner Folge hier für Kater im Türen, Radpunkt 1. Tja, folgendes. Das mit dem Radlader, das klappt nicht so richtig. Ist irgendwie zu wenig Platz. Und kommt mit dem Mod nicht klar, mit dem Realistic Mod. Schaukelt ziemlich stark. Und ich probiere was anderes. Ich habe jetzt probiert, mit, oder mit Mod besorgt. Autoload, Förderband. Ob das nun funktioniert, das weiß ich nicht. Vor langer, langer Zeit hat der mal dafür gesorgt, dass ich mein Spielstand nicht laden konnte. Das ist jetzt ein bisschen Risiko bei. Also kaufen. Erstmal kaufen. Förderbänder. So. Das ist neu. Und zwar dieses coole Stück. Es soll ja Mist befördern, ne? Und daher nehmen wir das mal ganz kurz. Und dann werden wir es kaufen. Wenn wir nicht brauchen sollten, können wir es mal verkaufen. Und wenn wir das nicht funktionieren sollte, oder dann haben wir halt Pech, ne? Zurück. 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 Ich habe ja gleich den Traktor hier vorne. Den habe ich ja noch hier stehen gehabt. Und gleich mal das Gewicht dazu holen. Da können wir mit dem Traktor nur schön gleich mit zum Hof bringen, weil die anderen Traktoren würde ich jetzt unbedingt verkaufen. Oder mal schauen, ob ich hier bin. Die Pflegereifen. Ne? Das sind die zwei Doppelreifen, Pflegereifen. Kommt ihr halt besser mit klar, mit Feldern, mit dem durchdrehenden Reifen. Ne? Also das Effekt ist ja nicht ganz so extrem. Trotzdem realistisch. So, das heißt, anhängen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich meine, ich weiß nur, dass die schon Odyssey gespeichert haben. Ne? Also, da hätte ich mir vor, speichern und laden sollen oder versichern sollen. Aber gut, Risiko. So, jetzt zum Hof. Den Innenhof machen. Aber Eisregen aktuell deaktiviert. Zu lange und zu oft hat die Rolle funktioniert. Deswegen mal deaktiviert. Ist auch besser so, wenn ich gucke zum zweiten Monitor. Vielleicht mit Kamera ist ein bisschen wieder besser. Im Prinzip. So, jetzt schnell hinfahren und versuchen mit dem Förderband aufzubauen. Ich habe ja jetzt aktuell die erste Runde mit dem Förderband also gefahren, mit Mist, und das heißt, es ist noch nicht so viel da, aber irgendwann ist es voll und ist blöd. Für Förderband und so. Die BGA kann am Tag auch noch eine gute Menge verarbeiten, das heißt, wir müssen sehen, dass wir da reichlich reinbekommen. So. Genau. Dann könnte ich mal vom anderen Hof die Gülle herfahren zur BGH. Dann müssen wir mal schauen, wie viel Gülle ich da habe. Ob das schon lohnen würde. So, düngen müsste ich noch auf dem Maisfeld noch, den Rest. Und auf Feld 16 kann man gedüngt werden. Zeit ein bisschen es ist nicht stressig, also es ist so ist das nicht. Wenn ich so Noten auf 1 einstelle von den Fähigkeiten oder so, ist okay. Die Ernte geht noch nicht los. Jetzt haben wir späten Frühling. Mit 8. Halt auf 9 Tage, mal ganz kurz gucken. alt ist. Ja, 9 Tage. Gut, den muss ich lassen. Ja gut, dann haben wir 9 Tage. Dann können wir auch 5 immer durchführen, das ist ganz wichtig. Beziehungsweise, das wäre dann, naja, sinnvoll. Dann haben wir auch mehr Zeit für die Ernte, das ist auch ganz gut so. Denn Mais brauchst du auch einen guten Tag für, ne? Also, einfach. Wir haben 2, später Herbst.
am meisten hier tragisch, da ist Excel geht auf den Regen. Körnermeister bin ungünstig, ne? Der in Thüringen recht viel Regen fällt. Ne? Ich muss aber bei Gelegenheit mal die Traktoren wegräumen. Die kann ich ja in der Stadt unterbringen. Hier war ein Punkt mit Outreif, den man ändern musste. Sehe ich. Und zwar geht es darum, von hier hier so ein Fähr über den Fernhof gefahren, dann ist halt keine Lösung, ne? So kann er hier rumfahren. Der Pferdehof und dann hier zurück, kostet ja Zeit. Das habe ich gleich gemacht. Das wurde in den vorderen Form darauf hingewiesen. Mit einem kleinen, kurzen Foto, was er gemeint ist. Und das ist eigentlich sehr verständlich für mich. Kurse von Castor. Ist aber nicht die Kurse von Castor, ich habe eine der Forumsmitglieder in Führung gestellt. Und soweit ich weiß, spielt der ohne Kurse. Da spielen die mehr Kurse und dann auf Twitch tätig ist. So, hier kurz aussehen. Dann hat kein Zelt mit einem Radlader, wenn er kippelt, ne? Und ja, das macht ja keinen Zweck. Aber wir werden trotzdem hier den mal ausleeren. Aber die BGH wollten wir alles so leer machen. Ne? Ja, das heißt hier, ja, schauen wir, ne? So, wo ist Förderband? Uhrzeit? Ja, noch Zeit. So, dann werden wir näher gleich mal die Folge speichern und dann gleich beenden. Na, nicht gleich, aber zum Anschluss. Und dann. Originell. Gut, dann noch ein Förderband mit Maus machen. Bisschen blöd, das dauert ein bisschen lange. Bei der Maus ist das ein bisschen ungünstig. Aber einmal eingestellt, dann ist es ja gut, ne? Der Traktor steht in der Position von der programmiert ist. Und das ist gut so. Muss so hoch wie möglich. Gut, höher geht nicht. Dann fahren wir ans denn weil der ohne anderen Förderband klarkommt. Ist vielleicht ganz gut so, ne? Mal sehen, weiter geht.
schon nicht schlecht. Mal gucken. Wie gesagt, das ist das Problem. Die Kurse sind ja richtig dran. Ne? Wenn er so steht, dann gibt es immer Konflikte. Da darf man nicht hochfahren. So, mal anschalten. Ja, der Kurs, wenn der kleine Traktor ist, geht's. Aber beim Großen ist er blöd. Muss man die unterlegen, ne? Ein bisschen Terraforming betreiben, das können wir machen, ne? Genau, an der Stelle mal den Boom mit anheben. B, aussteigen. Man, die Geräusche sind originell, ne? So. Das heißt. Dann drehen. Planieren, angleichen, annehmen. Naja, müssen wir nur hier ein bisschen angleichen wieder, ne? Also hier an der Straße ist es ungünstig, dass ich bergauf fahren muss, ne? Dann war verkehrter Modus. Ja, da ist ja, wie kann ich mich drehen? Verschieben. Kann man rotieren. So. Planieren. Ein bisschen angleichen. Das war eher angleichen gewesen. Den Bereich ungefähr. Er liegt ja ein bisschen höher, ne? Von daher ist es nicht schlecht. Müsste eigentlich gut funktionieren. Ne, theoretisch. So. Jetzt fährt er seine Ehrenrunde und dann ist gut. Den Milchanhänger will ich kümmern. Und der Bruder macht auch Schwierigkeiten. Und zwar will er nicht verkaufen. Ein bisschen verschieben, dass er vielleicht ein bisschen mehr in den Trigger reinkommt. Wenn er selber verkauft, viel Milch haben wir eben im Lager, aber jeden Tag verkaufen, dann ist er gut beschäftigt. Ne? Und dann schicken wir gleich mal los. Weil er macht auch ein Problem, und zwar am Hof. Er hält am Verkehr einen Punkt an. Wahrscheinlich eine Einstellung mal gucken. Eine Einstellung. Irgendwas mit 25 Meter. Warten. Nein. Gehen wir runter auf 25. 10.
Und ob es daran liegt, ich weiß es nicht. Aber das könnte sein, dass er die Ziele vom Weiten erkennt und anhält. Wenn er kommt, wo er eigentlich nicht anhalten soll. So, liebe Schauer, das soll es ja auch schon für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschauen. Dann bleibt mal tschüss. Ciao. Ja, morgen geht es weiter hier in Thüringen. Ja, wir gehen gleich mit Dingles neu einstellen. Ne? Tschüss, ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss. Tag 3. Mittwoch. Morgen Semester. Tschüss.